guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zur vermutlich schlechtesten Entscheidung meines Lebens bei Unfair Mario Let's Kurz Kram. Wir werden mit Sicherheit nicht scheitern und mit Sicherheit selten bis gar nie sterben. Also, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Two Deaths wird da jetzt gerade natürlich nur angezeigt, weil ich vorhin schon mal einen Test gemacht habe. Ja, fantastisch. Space to retry. Okay, da sollte ich wahrscheinlich meinen Finger am besten direkt drauf lassen. Danke, danke. Danke, Spiel. Wir werden mit Sicherheit gute Freunde. Muss ich überhaupt in diese Richtung? Können wir bitte aufhören? Das geht. Oh, heilige Scheiße. Also unfair trifft es wahrscheinlich wirklich am allerbesten. Wieso denn das denn da auch noch? Oh, wir fangen früh an. Wir fangen früh an mit dem Allerschönsten. Also. Mit der schönsten Nebensache der verdammten Welt. Wut. Willkommen in meinem Leben. Muss ich einfach. Oh, da ist das Ziel. Oh ne, ein Checkpoint. Oh, ich habe einen Checkpoint erreicht. Ey. Hör mal, warum auch nicht? Warum würde das auch nicht der Fall. Würde das auch nicht der Fall sein? Kann ich auf irgendeine von diesen Inseln. Ich kann auf diese Insel drauf. Aber dann kann ich da nicht mehr hin, weil alles doof ist. Oh Gott. Oh ja, also die erste kann ich drauf, aber dann kann ich da nicht drauf. Die geben dir dann aber auch nicht mal mehr die Chance, nochmal zu springen. Also nicht mal mehr das. Okay. Geh mal davon aus, dass dieses Ding in irgendeiner. Das Ziel. Warum? Da war das Ziel. Wo muss ich hin? Ich sterbe im ersten Level schon 12 Mal. Mindestens 13. Fantastisch. Oh Gott. Oh, das wird ins Nichts führen. Ja, offensichtlich. Das wird ins Verderben wird das führen. Oh, wir haben lange drauf gewartet und jetzt ist dann Gott sei Dank endlich soweit. Das ist, warum denn? Das ist das Highlight, auf das wir alle gewartet haben. So, immer noch relativ früh im Jahr, aber wir müssen ja von fucking Arschkrampen. Ich muss mir erstmal merken, wo ich denn jetzt hin kann und wo nicht. Moment, stopp, hier war dann wahrscheinlich schon unten. Über den Typ drüber, da ist wahrscheinlich schon runter. Nein, das war auch runter, doof. Die letzte war runter, doof. Wir müssen nicht auf runter, doof, wir müssen auf drauf. Woran merkst du eigentlich, dass ich Profi in diesem Spiel bin? Ich bin, vorbei, auf der anderen Seite. Level 1 geschafft, weil wir so gut sind. Ich hätte jetzt eigentlich wirklich zwingend schon fast damit gerechnet. Watch out. Zwingend damit gerechnet, dass, oh, hier kann ich tatsächlich einfach drauf stehen. Das gibt's ja gar nicht. Don't fall. Leck mich am Arsch. Dass irgendwie da noch quasi irgendwas passiert, kurz vor Schluss. Können wir bitte, warte mal, muss ich hier drauf? Kann ich hier drauf? Ich kann ja einfach drauf. Sagt er und starb. Fantastisch. Ja, dann ist ja alles okay. Ich meine, solange wir das tun, ist ja quasi, weißt du. Solange wir das tun, wissen wir wenigstens, wer spielt. Also, können wir das nicht tun? Also muss ich da unten drunter. Ach du Scheiße, ey. Also da unten drunter. Pass auf, wir müssen hier unten drunter. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht hier runterfall. Danke. Hier wahrscheinlich dann oben drauf. Ja, auch nicht oben drauf. Da war ein Thwomp. Wieso jetzt auch noch Thwomps? Wir können doch einfach Thwomps machen. Ich dachte, wir sind Freunde. Spiel. Also manchmal. Also offensichtlich nicht in dem Fall, aber warte, ich geh jetzt einfach unten drunter. Gibt es irgendwas in diesem Spiel, was mich nicht tötet? Das wäre jetzt die alles entscheidende verdammte Frage. Ich rechne jetzt mit dem Allerschlimmsten, weil das Spiel hat ja schon so sein. Nein, warum? Warum? Moment, ich muss bestimmt da oben drüber dann. Ich muss da bestimmt oben drüber und dann kommt mir der Thwomp nach oben gefallen. Das ist jetzt das, was ich erwarte. Pass auf, ich muss jetzt hier hin. Und dann hier hin. Ja. Lerne. Und jetzt kommt bestimmt der Thwomp nach oben gefallen. Ich wusste es. Ich wusste, dass das passiert. Das ist genau das, was ich von diesem Spiel erwarte. Aber das heißt natürlich, dass wir auf jeden Fall schon mal im richtigen Modus sind. Ich werde vermutlich natürlich trotzdem scheitern, weil man hat ja Ansprüche und Rechten und Pflichten. Pflichten. Warte mal, wenn ich jetzt. Nein. Wie komme ich denn da jetzt drüber weg? Also über den gar nicht, weil das ist meine verflossene Liebschaft, weißt du? Der Thwomp. War auch damals ganz gut zu sehen in dem Mario Maker Video mit Thwompingtons. Familie Thwompingtons Erbe oder sonst Sheet hieß das. Also nicht im Sinne von Sheet, weil Sheet haben ja bekanntlich ein fürchterlich kleines Gemächt. Das können wir natürlich unserem Ego nicht antun. Muss ich jetzt hier runter? Bist du? Mann? Macht der nicht. Ja, toll auch, super. Muss ich da einfach drüber laufen dann oder was willst du von mir, du kleiner Penner? Du kleiner Spast. So, jetzt haben wir die richtig coolen Worte raus. Ja, weil merkst du richtig, dass ich jetzt quasi, weißt du, hier sind wir on fire. Ich kann einfach drüber springen. Ich wusste, da ist ein Checkpoint. Oh, da ist ein Checkpoint. Da ist ein Checkpoint und das ist fantastisch, wenn man denn dran käme. Aber das ist natürlich dann in meinem Fall, also im Grunde genommen vermutlich irrelevant. Irrelevant, verstehst du? Wie ein Elefant. Den Witz hatten wir Gott sei Dank überhaupt noch nie. Schon gar nicht in anderen Videos. Wird das jetzt deine dumme
ja doch, nee, ist gut. Ich meinte natürlich deine kluge... Au. Das Ding ist, ich bin nie an dieser Stelle gestorben. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich das erste Mal da gestorben bin. Was natürlich dann dazu führt, dass ich grundsätzlich immer da sterbe. Fantastisch. Also bei dem Typ springen wir jetzt rüber. Wohin? Kann ich da drauf? Bitte nicht machen. Bitte nicht machen. Bitte toll sein, freundlich. Das wäre fantastisch, wenn wir das mal täten. Aber ich meine, das ist dann auch wieder... Das ist auch wieder eine Frage dessen, was man so erwartet, ne, von diesem Spiel. Also muss ich direkt hinter dem Teil runter. Also ich muss direkt hinter den Blöcken runter. Hinter den Blöcken. Muss die Plattform wohl existent sein. Nein, doch. Oh Gott, das erste Level ging noch eigentlich. Ich hatte das Gefühl, dass das erste Level noch ging. Aber... Dafür haben wir jetzt quasi dann auch der zweite. Dafür haben wir jetzt dann quasi das verfickte Highlight der Highlights. Warte mal, hier war das. Jetzt muss ich nur den gucken. Wo kann ich hin? Kann ich hier drauf? Muss ich hier komplett drüber? Ich gehe mal erstmal davon aus, dass ich da komplett drüber muss. Das ist ein Checkpoint. Lass mich bitte einfach nur zu... Nein! Oh. Ihr dummen, verfickten Wichser, Alter. Oh, das ist sehr, sehr niveauarm, mein Freund. Also... Warum lebe ich noch? Ich bin... Danke. Sehr schön. Kann ich hier... warte mal, hier konnte ich auch dann auch... Stopp, Moment, war die gerade... Warte. Oh, ich kann dem Spiel vertrauen. Und jetzt muss ich auf den da hinten, oder was? Nein. So weit kann ich doch im Leben nicht springen. So weit kann ich im Leben nicht springen. Du brauchst gar nicht erst versuchen, mich zu ärgern. Wir machen sowas nicht. Wir sind auf einem ganz anderen Niveau hier unterwegs. Ich werde sterben. Also this one... Ja, wahrscheinlich dann nicht. Das ist vollkommen korrekt. Ich muss jetzt nicht ernsthaft 4 Blöcke weit springen. Das hat bestimmt irgendwas mit diesem Block da zu tun, der da so oben drüber schwebt. Das hat mit Sicherheit irgendwas damit zu tun, wenn ich jetzt raten müsste. Oh, Moment, der auch. Oh, nein, da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Aber die haben mich bestimmt auf Arsch. Die machen bestimmt nicht zweimal, dass das der Richtige ist, der da angezeigt wird. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Wobei ich mir ehrlich gesagt auch beim besten Willen nicht vorstellen könnte, dass ich im ersten Video zu verfickt nochmal 2 Level hiervon schaffe. Wobei, wenn ich so weitermache, wird das auch nicht mehr funktionieren. geh da drauf. So, dann war das jetzt zweite. Dann gehe ich jetzt mal einfach davon aus, dass es wieder der... Na, fuck. Der war doch gerade schon drauf. Warum denn zweimal machen doof? Warum zweimal machen doof? Wir müssen einmal machen richtig und dann alles toll. Das wäre mein Stil. Also natürlich eigentlich gar nicht, aber man kann sich das schon mal einreden. Deine dumme, verkackte... Welches sadistische... Pass auf. Zweimal? Einfach so? Weißt du, wieso denn... Okay, wobei die damit dann natürlich auch das Misstrauen quasi fördern. Was dazu führt, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, ob ich dem Spiel jetzt vertrauen darf oder nicht. Und es wird dazu führen, dass ich vermutlich noch mehr sterbe. Aber das macht gar nichts. Lass mal weitermachen hier. Welche Überraschung? Wer hätte damit gerechnet? Hier auch? Hier nicht. Achso, okay, ja, dann tschö. Aber da. Ja, wie denn? Ja, wie denn? Warum denn? Wo denn? Muss ich nach links? Stopp, muss ich nach links? Musst du bis jetzt verdächtig... Gehe ich recht damit, dass das nicht... Moment, hier ist bestimmt irgendwo ein Block versteckt oder so ein Scheiß. Das wirkt jetzt nicht so, als wäre das irgendwie... Fuck! Oh, Moment. Oh, nein. Wieso denn? Ah, oh, Moment. Aber das heißt... Okay, das kann ich auf jeden Fall schon mal merken. Not everything is what it seems. Ja, dann lass mal da drauf springen. Aber die fallen auch runter. Ja, wo denn dann hin? Ich muss doch irgendwo landen. Aber vielleicht ist das der Hinweis, den ich brauche, dass ich hier irgendwo... Dass ich irgendwo in dieser Bottomless Pit hier irgendwo... Dass sich da doch ein Block versteckt. Aber das ist jetzt dann auch irgendwie zu einfach, oder? Das ist jetzt dann irgendwie zu einfach. Und dann wird das auch schief gehen. Vielleicht genau in der Mitte. Nein, nicht genau in der Mitte. Ich werde das jetzt wahrscheinlich noch 80 Mal versuchen, da irgendwie reinzuspringen. Irgendwann, weil ich dann denke, nein, wir müssen... Oh, fuck, wo war das hier? Fällt der auch runter? Die fallen nicht runter. Stopp. Fuck! Ich muss doch irgendwo hingehen. Das Spiel ist so gemein. Aber das ist vermutlich... Ich meine, gut, auf der anderen Seite steht es wenigstens zu dem, was er tut, durch seinen Namen. Also... Achso, da fällt die linke Seite fällt runter und in der Mitte sind noch Stacheln. Für den Fall, dass es irgendwer schafft, links von der Stachel stehen zu bleiben, fällt dann zumindest die Bohnen runter. Gut spielen, danke. Moment. Wie werde ich das jetzt bewerkstelligen? Warte mal, erstmal hier kann ich stehen, aber hier kann ich dann ja nicht. Fuck, da war der Checkpoint. Das ist auf der einen Seite heißt das Spiel ja schon unfair und ist deswegen natürlich auch entsprechend freundlich, nicht wahr? Sehr, sehr nutzerfreundlich auch.
Aber auf der anderen Seite zumindest ist es, also bis hierhin. Oh Gott, ich werde das Spiel wahrscheinlich... Das Problem ist, dadurch, dass ich es jetzt angefangen habe, muss ich wahrscheinlich irgendwann noch durchspielen, ne? Aha, fantastisch. Ist es dann trotzdem irgendwo machbar? Aber wobei ich da auch diese Worte, werde ich vermutlich noch, aber so richtig. Also so richtig, weißt du, down yours rot, Alter. Einfach so im Nichts. Wieso denn einfach so im Nichts jetzt stacheln? Du kannst doch nicht... Wieso denn... Entschuldige mal, ich muss doch an irgendwas mich halten können. Aber scheinbar ist das nicht im Sinne des Spiels. Nein, das ist absolut nicht im Sinne des Spiels. Dass man sich an irgendwas halten kann und dass man irgendwas quasi, weißt du, lernt. Das ist quasi... Wieso denn? Haha, 69. Haha. Scheiße. Warum habe ich mir das angetan? Es war so ein schöner Tag. Und dann... erscheint auf einmal aus dem Nichts ein Block. Wie kann ich das denn jetzt bewerkstelligen? Sag mir mal, wie ich das jetzt hier bewerkstelligen kann. So. Nein. Muss ich über den unsichtbaren Block drüber springen oder muss ich unten drunter? Das ist jetzt die Frage. Aber auf der anderen Seite haben wir auf jeden Fall schon mal eine Frage, die wir stellen können. Das ist in dem Spiel vermutlich... nicht das Verkehrteste, was passieren kann. Ich werde gleich schreien. Schön, dass es jetzt schon losgeht. Ficken, doof, Arschkram. Jo, losgeht. Oh Gott. Ich bin erst viermal gestorben seit den lustigen 69. Das ist ja fantastisch. Ja, ich weiß. Ich bin unter anderem professioneller Mathematiker. Das war Absicht. Alles Absicht und alles ist ganz, ganz fantastisch. Und wir müssen zwingend weiter so machen, weil... Gegensinn und für Wahn. Das hätte vielleicht funktioniert, wenn ich denn, keine Ahnung, irgendwas anders mache. Die Frage ist nur, oh, das nicht, das ist falsch anders, das ist ganz, ganz falsch anders. Warum spiele ich eigentlich, warum tut man sich sowas eigentlich an? Das Spiel ist bestimmt einfach auch nur gemacht, dafür, dass irgendwelche ganz, ganz klugen Köpfe der Meinung sein können, ja gut, wir haben jetzt hier quasi, weißt du, wir haben gerade irgendwie Lust, mal so ein bisschen ein Video zu machen und dann... Ich habe das Ding nicht mal mehr berührt. Das ist aber mal langsam auch gut hier. Weißt du, das Spiel, also irgendwo sind auch Grenzen des guten Geschmacks, die du wahrscheinlich... Ich berühre die nicht mal mehr. Hör auf jetzt. Ich berühre die nicht. Nein, du musst aufhören. Wir müssen uns am Riemen reißen. Ich weiß, dass das nicht in jedermanns Sinn sein wird. Das ist nicht das Einzige, was hier runterfällt. Wieso mache ich denn immer nach links machen? Wir können doch einfach mal nach rechts machen und dann, wobei, hört sich auch wieder komischer an, als es eigentlich gemeint war. Aber das macht gar nichts, weil... Pass auf jetzt. Hast du gemerkt, wie ich gemacht habe? Das war der Trick. Oh, wie komme ich an dieser Stelle vorbei? Bitte sag mir irgendwer, wie ich an dieser... We'll fall down too. Hahaha, das ist ja verdammt lustig, du... Okay. Konzentration. Jetzt hier so rüber und dann an der Seite von dem, aber ich kann nicht an der Seite von dem, weil da kommt ja der Typ dann angefahren. Alle immer kommen Leute angefahren von der Seite und sagen, wo war hier anders, du Penner? Ist ja quasi nicht so nett. Warum, Alter? Das ist wieder mal die Frage. Es ist überraschend, dass das Spiel mit dieser Musik überhaupt noch existiert. Fällt mir gerade mal so auf, aber das macht scheinbar auch keinen mehr. Was? Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich da so rüberkomme, ne? Das habe ich jetzt das erste Mal probiert. Fällt mir gerade mal so auf. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich da so rüberkomme, oder? Das wäre jetzt quasi dann zu einfach. Warte mal. Nein, jetzt hör doch mal auf mit deinen dummen Seitenstacheln. Ich will deine Seitenstacheln nicht in mir spüren. Was sollen denn die Nachbarn von mir denken? Nein. Oh, 88 Toten, da fängt das Sterben an. Also ich bin so froh. Das in Mario Maker und Meat Bear und hast du nie gesehen, dieser Welt, dass in diesen Spielen dir nicht permanent angezeigt wird, wie oft du gestorben bist. Das wäre demoralisierend vom Ficken Arsch dumm. So, Moment, wir machen das jetzt ganz anders. Wir machen das nämlich jetzt so, dass wir erstmal hier, oh. Dass wir jetzt hier warten, bis der Typ weg ist und jetzt dann so springen. Nein! Aber warum denn? Wo muss ich denn hin? Ich weiß nicht warum. Kann ich nicht einfach nach links gehen? Das wäre. Wobei. Die teasen das Ding da sowieso. Vielleicht ist auch einfach nur immer links am Rand des verfickten Level. Nicht berührt! Irgendwann werden wir dann nur noch in solchen Spielen in Gebärdensprache sprechen. Da bin ich mir quasi auch beinahe sicher. Also. Aber warum? Ich habe doch keinem was getan. Wer hätte gedacht, dass ich. Gut, ist denn jetzt. Deswegen ist.
Na gut, auf der anderen Seite habe ich 2 Level geschafft, also muss man dann auch mal mit zufrieden sein. Muss man dann quasi auch mal mit zufrieden sein. Wie geht denn der Doofkram jetzt? Oh Gott, ey. Ich würde gerne nicht 80.000 Mal denselben Scheiß machen, das wäre fantastisch, sagt er und starb, um die Sache nochmal machen zu dürfen. Fantastisch. Nach 100 Toten werden wir vermutlich dann irgendwie, keine Ahnung, also wenn ich dann kein Feuerwerk bekomme, dann bin ich auch beleidigt. Da muss ich jetzt wohl mal ganz, ganz ehrlich sagen. Irgendwo, weißt du, irgendwo muss man dann ja... Ich springe links an den Blöcken vorbei, aber die Stacheln, die unten aus den Blöcken rauskommen, treffen mich. Ja, das ist natürlich fantastisch, aber ist ja dann auf der anderen Seite auch unfair, Mario. Nein, das ist ja immer eine Frage dessen, was man so erwartet, nicht wahr? Ich sollte wahrscheinlich am besten aufhören, irgendwas zu erwarten von diesem Spiel, außer Tod. Und davon jede Menge. Davon jede gottverdammte Menge. Also, das, nein. Nachdem ich das jetzt ungefähr 100 Mal gemacht habe, kann man dann schon mal dann plötzlich beschließen, nee, das... Oder das. Beides vollkommen möglich. Und dann fluppt das. Ich werde jetzt noch genau den einen Tod machen und dann werden wir dann mal schauen, ob wir das eventuell... in einer etwaigen späteren Episode nochmal angehen. Ha, ich freue mich riesig. Meine Damen und Herren, ich moderiere meinen Tod schon mal an. Moment. Nein! Das war's. Das war der Trick, nur da musste ich dann wahrscheinlich oben drüber. Oh, das Spiel macht mich wahnsinnig. Ich möchte das jetzt eigentlich noch schaffen. Eigentlich möchte ich zumindest den Sprung da nochmal schaffen. Also zumindest mal sehen, was dann so geht. Aber wahrscheinlich speichert das dann nicht mal mehr Checkpoints. Und ich habe dann absolut gar nichts von. Warum sind die Stacheln auf einmal da und nicht da, wo sie sonst immer waren, obwohl sie da eigentlich sowieso die ganze Zeit waren. Aber das kann man schon mal machen, weil ich bin ja nicht schuld. Das Spiel ist unfair, also ist das jetzt einfach so. Pass auf. Also, jetzt hier runter. Und dann über... Nein! Ich bin jetzt schon verzweifelt. Ich nehme das Spiel eine Viertelstunde auf und bin schon am Verzweifeln. Das ist fantastisch. Es ist auch eine Leistung. Also muss man dann auch quasi, weißt du, quasi auch mal mit zufrieden sein. Nein! Ich kann nur hoffen, dass da oben auf diesem Block keine Stacheln sind. Wenn da oben auf diesem Block keine Stacheln sind, weiß ich zumindest, wie ich diese Stelle hinter mich bringe. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein Schritt nach vorne. Also, für mich jetzt. Nein, ich habe die doch gar nicht berühren tun machen. Gar nicht machen tun. Doof. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal hier. Ich hoffe jetzt nur, dass da oben bitte keine Stacheln drauf sind. Bitte lass da keine... Wir haben einen Checkpoint und jetzt werde ich wahrscheinlich wieder sterben. Aber das macht gar nichts, was? Boombas, was stand da jetzt? Ich habe keine Ahnung. So viel zum Thema, ich mache Ende hier. For your entertainment. Ja, ich lache mich schlapp. Ist auch so verdammt lustig. Was kann ich mit den Typen machen? Bringen die mir irgendwas? Sind die freundlich oder sind die doof? Toll. Super. Danke. Ja, ist ja ganz fantastisch. Da sind die allernettesten. Kann es sein, dass ich diesen Block da irgendwie aktivieren muss? Und dann ist alles lustig irgendwie? Ne, wahrscheinlich. Oh, Moment. Nein. Ich hätte wahrscheinlich nur noch von diesem Block da runter gemusst. Nein. Oh, ich hoffe, das speichert. Ich hoffe, dass das irgendwie hier gespeichert bleibt, dass ich die Level geschafft habe. Das alles normal machen zu müssen, wäre der Tod meines Todes. Na gut, wenn wir den dann schon mal los sind, dann haben wir auf jeden Fall schon mal... Was hat mich denn jetzt bitte... Ich hab den nicht berührt. Ich fechte das an... Hör jetzt auf, mich umzubringen. Na komm, Versuch ist es wert, oder? Ein Versuch ist es allemal wert. Ach, ihr seid alle... Warte mal, was habe ich denn gerade anders gemacht? Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe. Vorhin bin ich einfach durchgekommen, ohne mir groß Gedanken drüber zu machen. Und jetzt klappt auf einmal gar nichts mehr. Ich dachte, ich bin immer... Nein. Oh no. Warum denn doof? Jetzt hör auf, pass auf. Wir müssen jetzt hier Konzentration. Wir haben eine verdammte... Oh, ich bin da vorhin einfach drüber gekommen und auf einmal geht gar nicht mehr doof. Also alles doof, meine ich damit. pass auf, wir rennen jetzt einfach hier so hin. Und dann ist die letzte Plattform doof. Hier muss ich drauf und dann... Nein, doch. Meine Damen und Herren, 3 Level geschafft. Das hätte ich nicht mehr zwingend mitgerechnet, aber dafür bitte umso mehr den Like-Button kaputtkloppen, wie dieses Spiel mich gefälligst. Und so, next level. Ja, fantastisch. Sieht ja großartig aus. Das sieht fast so aus, als würden da gleich Cheep-Cheeps angeflogen kommen. Dafür bitte in den Kommentaren. Ja, Lobeshymnen auf tolle, faire Spiele. Vielen lieben Dank, dass du da warst, du offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Yeah, liebe Leute. Tschüss.